So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute gab es auch das große WrestleCrate UK Unboxing um 10 Uhr. So 15 Uhr wird das hier online kommen. Heute Abend ist auch noch die Raid Mania, wo ihr wieder einladet für Raids Nonstop Action, ja. TNA, Total Nonstop Action, schon wieder Wrestling und abends kommt auch noch Raw mit dem zweiten Teil des Draftes. Wer Wrestling-Fan ist, weiß Bescheid. Ich freue mich besonders, vor allem weil es ein neuer Monat ist jetzt und bei der Raid Mania alles auf Null gesetzt wird und heute wieder die ersten Punkte für den laufenden Monat vergeben werden. Und gucken wir mal, wer heute Abend einlädt, wer heute Abend einen Punkt macht, wer heute Abend auf die Liste kommt. Ich finde es jedes Mal genial, Mittwoch mein absoluter Lieblingstag. Jetzt aber los mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Max mit einem Shiny Flurmel. Guckt es euch an, wurde ja am Kanto-Tag released und jetzt freut man sich, wenn man eins bekommt. Dann bin ich mit Marvin Beklopptus Glücksfreund geworden. Wir haben auch schon getauscht. Leider nichts Gutes bei rausgekommen. Momentan suche ich ja immer noch Giratina fliegend oder Terrakium fliegend oder Riolu als 100er. Giratina kommt zwar in die Raids, aber nur mit Füßen. Ich möchte aber die fliegende Mate und nicht das. Vielleicht kann man aber den Formenwandel nutzen. Weiß man noch nicht, ob das jetzt auch auf alte Pokémon gilt. Auf jeden Fall, jeder, der Glücksfreund werden will oder wird irgendwann mit mir, haltet diese drei Pokémon bereit. Dann aber ein Bild von der Joelle. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple. Und Ditto natürlich für $20. Kann ich alles sein, was du möchtest. Richtig eklig. Guckt euch doch mal diese Netzstrumpfhose an, der Tanga und die Zigarette, die Kippe im Maul. So ein Ditto könnten sie auch mal reinbringen, so als kostümiertes zu Halloween. Das wäre richtig lustig. Henry Niki hier aus der GBL bekommen, Rizeros. Finde ich richtig stark, richtig gutes Pokémon natürlich, vor allem die Weiterentwicklung. Bockwurst King auch aus der GBL bekommen, Shiny, Vesprit oder Visprit. Wer weiß auch schon, wie man das aussprechen soll. Ihr müsst also nicht unbedingt raiden. Wenn ihr Rang 20 seid in der GBL, könnt ihr da auch legendäre Pokémon bekommen. Und gleich hinterher noch ein 100% Flunschlick in der Gala-Version. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus, weil es ja eben eine Bärenfalle ist mit einem Pokéball drin. Justin Sterzel hier, Shiny Klibunge, noch gegönnt. Henry Niki, das war gerade vor meiner Tür, lag da einfach so rum. Shiny Dicta mitgenommen. Zwei für mich neue Shinies in der Sammlung. Ich habe Deferis hier mit einem Shiny Pikachu, Shiny Raupi mitgenommen. Henry Niki auch Shiny Pikachu mitgenommen. Bockwurst King, Shiny Krypto, Sichlor eingetütet. Burkhardt, Shiny Geronimatz. Ihr wisst, wie viel man raiden musste damals. Jetzt aus der Quest. Aus GBL, aus hier Raids immer noch, kannst du mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es dieses Event erhöht ist, aber man könnte den Eindruck haben mittlerweile, weil so viele einfach Geronimats auch mitgenommen haben. Zwei Shiny Vögel, den Habitak hat er auch noch hinterher bekommen. Dann bin ich mit Burkhardt auch Glücksfreund geworden, haben wir auch getauscht. Leider nichts geworden. Bobserob auch hier Shiny Geronimatz. Julchen hat endlich ihr Ostergeschenk zusammengebaut. Ist das nicht süß? Guckt euch das mal an. Schreibt, ob das süß ist. So sah das vorher aus. Da war es auch süß. Hat es nämlich noch keine Beine gehabt. Alles, was keine Beine hat, sieht doch süß aus, oder? Schniedelwurz hier auch beim ersten Mauzi-Ballon bekommen. Shiny Krypto Pinsir. Gestern, wer das Video gesehen hat, Schniedelwurz ist gerade dabei, einen Account von sich zu verlosen. Also ich verlose den für ihn, den er bereitgestellt hat. Der wird auch richtig noch schön gezogen, bis der Montag rausgeht. Und da werde ich die Woche nochmal ein Update-Video dazu machen. Vielleicht sogar schon morgen am Donnerstag, müssen wir mal schauen. Erster Mega-Raid heute, gleich ein 100er beim Cassiopeia. Auch sehr genial. Mega-Raids mit Gengar werden wir vielleicht am Donnerstag wieder machen. Bob's Rob, stimmt, ne? Bierbenny, aha. Auch lachendes Gesicht, Shiny Geronimatz, Joelle per Fanrate, auch Shiny Geronimatz. Immer wenn ein Shiny Geronimatz kommt, müsst ihr einen trinken. Also einen Schluck Leitungswasser oder einen Apfelsaft. Henry Niki, Nummer 2, Dicta, dadurch die Familie auch zusammen.
Mulchen. Heute früh eins aus der Quest auf dem Großen gezogen. Sehr schön, auch da eins mitgenommen mit Mäusekin. Bin ich gestern Abend auch aufgestiegen zu Glücksfreunden. Das ist nämlich das alles, was ich gestern abgescreent habe. Um 1.14 Uhr, wie ihr seht, war gestern langer Abend. Zwei, drei Streams, zwei Videos und noch das und jetzt schon wieder hier. Und naja, Bob's the Rob 100%. Geronim hat's mitgenommen. Aluhut zeigt uns, so zockt man Rampenlichtstunde mit Ramses. Da wird gezockt und da wird eingeladen und so kann man das immer gut kombinieren. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Cassiopeia auch, wie in der Serie. Welches Pokémon suchen wir? Richtig, Mithodas. Steht Mithodas. Dosmas. Wenn ihr Dosmas kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Egal, wir machen einfach weiter. Shinaya hier auch. Shiny Pandya mitgenommen. Dürfte jetzt diesen Monat die Nummer 1 wieder drin sein, die ich leider aber auch schon habe und deswegen da gar nicht suchen brauche. Shinaya hier auch. Krypto Vulpix 98%. Was ich zu einem 100er machen könnte, lässt man eigentlich so. Wohl macht man was mit Vulnona, ich weiß es nicht. Shinaya Shiny Raupi hier, Shinaya Shiny Schlurp, Shinaya Shiny Geronimatz Nummer 1 und Nummer 2. Ihr seht, das sind unterschiedliche WP. 1020, 1047 Ausrates für Zuschauer, die wir am Dienstag gemacht haben. Aluhut. So, kurz vor Ladenschluss auch das 100% abgegriffen, obwohl es die jetzt in Shiny gibt, habe ich nur die täglichen Pässe genommen. Schön mal 100% zu bekommen, ohne Geld zu investieren. 100er Vesprit. Vesprit? Ich habe leider keinen 100er bekommen vom Seen-Trio. Meine besten liegen so bei 98er rum, bei allen, glaube ich. Aber ich habe ja auch immer nur den freien Pass. Außer bei der Raid Mania. Aber da kam nichts bei rum. Hier, Leon, Petzold, Jojo, Sangs, noch ein Smetbo mit Schleife auf dem Kopf. Warum aber Sangs? Hat er dich eingeladen? Hat er das getauscht? Hat er mit deinem Account? Ich weiß es nicht, was ihr gemacht habt, auf jeden Fall. Was sehe ich denn da glänzen? Eis 123 Kit mit dem Krypto Shiny Blutzug. Schreibt er auch schon seine Sachen daran, die Namen. Hatte ich ganz vergessen, fast. 96% Krypto Sneeble. 7:09 Uhr. 113? Hä? Weiß ich nicht. 96, ja, könnte man zu einem 100er machen, würde ich aber so lassen. Mit 15 Angriff wäre es natürlich noch genialer. War eigentlich eine ganz gute Woche dafür, dass ich nicht viel spielen konnte. Lost Lift war ja auf Klassenfahrt und das seht ihr, in einer Woche hat er ein 100er Hut bekommen und diese Shinies. Mauzi, Kiesling, Zerpurze, Visor, Dusselgur. Dickdarm, momentan viel vertreten, jeder kriegt einen Dickdarm. Das Dschungel-Event mag mich anscheinend. Flonschi zeigt auch seine Shinies von Anfang des Dschungel-Events bis jetzt. Macholo, Nidoran, Bidiza, Krypto, Sneeble, Dodu, Slimer aus der GBL, ein Mirapla und zwei Geronimats. Ich sag doch, die sitzen einfach überall. Und was er in der Zeit auch für 100er bekommen hat, hier auch Stolos dabei, Geronimats 100. Das ist genial, das ist geil. ein Nidoran erlöst und ja, Rest hier kann man auch mal mitnehmen. Flonchi auch mit einem Shiny Pandya. Schäfe 24, die Ausbeute diese Woche, naja, nicht so dolle. Aber dem habe ich gerade seinen Robin zur Post gebracht. Wer am Montag dabei war, weiß Bescheid. Robin, ja. Ich wollte eigentlich den Karton nicht mitschicken, weil dann wäre es dicker gewesen und ich hätte es nicht als Warnsendung machen können. Ich habe den Karton jetzt aber einfach auseinandergefalten und reingelegt und er kann den einfach wieder zusammenstecken. Hoffe ich, dass das so funktioniert und er dann so den Originalkarton hat, wo er den draufsetzen kann oder reinstecken. Hat hier auf jeden Fall ein Krypto-Shiny Sichlor, ein Shiny Alola Slimer und ein 100% Roselia mitgenommen. Gleich zu Roserade mit Strauchler machen, bester Pflanzenangreifer. Basti hier auch zwei Shiny Explorer Pikachu innerhalb von 24 Stunden mitgenommen. Dann haben wir hier noch ein Hundo gebrütet. Finde ich auf jeden Fall richtig krass. Unseren Cesaro von der WWE als 100%igen kannst du ja nur brüten. Ist also eine Seltenheit momentan, den als 100er zu bekommen. Und endlich Lundo direkt auf 40. Zweite Ladeattacke, zack in die Meisterliga. Classic. Heißt das dann, auf 50 wäre der in der Meisterliga Classic noch genialer? Sollte ich mal Meisterliga Classic spielen? Ich weiß es nicht. Immer noch Basti. Rampenlichtstunde Shiny. Über die Werte reden wir lieber nicht. Ist egal. Sieht gut aus. Sieht aus wie so ein schönes Wasser. Ne, Honigmelonen, Zitronen, Bonbon, Drops. Wird gelutscht.
Fotos von Sören, 100 Vesprit, 0er Dicta, Scheinige Unimats, 100er Dicta, also 0 und 100, jetzt hat er auf jeden Fall alle, und die Familie auch voll. Sarina, Scheinige Unimats, 100er Geronimats, 100% Galaponita, ist auch was Feines, nimmt man auch mit. Marvin Beklopptos für Raider Mittwoch, ein Ninja Geronimats, ein Ninja Mats, wer kennt es? Ich weiß nicht, ich habe das glaube ich noch nie gehabt, dass meine Pokémon so ausgesehen haben, sieht man aber immer öfters bei diversen Leuten. Chevy Art ja auch coole Sau, Sneebel in 100 mitgenommen, kannst du ja leider nicht entwickeln, ist trotzdem richtig cool in der Sammlung. Chevy Art hier noch ein Shiny Pikachu, 100% Vadribie, Vadribie? Unnötiger geht es fast nicht mehr, WP66, sieht doch trotzdem genial aus. Selal, Shiny, Vesprit, Wetter, Boost, Dicta, Shiny mitgenommen, ein Mewtwo aus der Level 50 Forschung müsste das sein, deswegen hat er hier auch einen Hyperball, um es fangen zu können. Gefangen, Spezialforschung, genau, habe ich auch mal damals ein Video gemacht. Niantic schenkt jedem ein gratis Mewtwo. Stimmt, ist so. Dauert vielleicht bei manchen ein bisschen, aber es ist garantiert, dass ihr aus der Forschung dann ein Mewtwo bekommt zum Fangen, einfach so. Dann hier ist Selal im Bagador im Regen stehen gelassen. Nicht, hat er ja mitgenommen, glaube ich. Selal, 100er, Azurill, Sichlor, Burmi, was Burmi? Ja, Burmi, alles klar, Brille auf, wieder WP66. Was will er damit sagen? Der wird verfolgt. Was haben wir für ein Glück, dass das Virus sich nicht seitwärts bewegen kann, fand ich auch richtig genial. Abstand nach vorne und hinten 1,50 und nebeneinander einfach so 1 cm Abstand, reicht auf jeden Fall. Wenn beim Drucker die Farbe ausgeht, fand ich auch lustig, der schickt mir immer so viele andere Bilder mit, weil ihr seht, die Katze ist grau, hellgrau, weiß und irgendwann ist die gar keine mehr. Also, Farbe geht weg. Das, was für Thomas hier, dieser Hund sitzt, steht und liegt gleichzeitig. Er sitzt hinten auf dem Arsch, er steht mit dem Vorderbein und er liegt mit dem Kopf. Also, joa, wenn man jetzt die Bänke wegnimmt und er steht weiter so, sieht das bestimmt auch genial aus. Pokémon Fights in Anime, Pokémon Fights in the Games. Sieht so spektakulär und brutal aus und hier einfach Knüppel auf dem Kopf. Ich glaube, so was Ähnliches hat man schon mal, wollte ich trotzdem nochmal zeigen. Woran man sieht, dass die Katze vollständig aufgeladen ist, das ist alles nichts mit Pokémon. Aber guckt euch das doch mal an, wie die da sitzt und dann plötzlich Augen leuchten und dann weißt du, ist fertig. 120 Euro und 3 Punkte. Was kann ich mit den Punkten denn machen? Du sammelst noch 5 Punkte und kaufst dir ein Fahrrad. Hat er wohl recht. Notgezwungenermaßen. Marco FedEx, ja auch 100% Genesekt mit Wassermodul. Mal gucken, ob das heute Abend bei mir kommt. Wenn nicht, dann nicht. Ein 100er würde ich auch hochziehen. Auf 40 erstmal. Ansonsten weiß ich nicht. Marco löscht keine Bären. 200.000 hat er jetzt bei Bärenmeister. Wenn ihr mehr habt, schreibt's mal rein. Schon etwas älter, aber immerhin wild. Andy Project, ein wildes Vesprit gefangen. Habt ihr auch schon mal ein Vesprit wild gefangen? Schreibt's in die Kommentare. Ihr schreibt eh immer keine Kommentare, aber schreibt's mal in die Kommentare. Dabi, auch für Raider Mittwoch und danke an Thomas für die Einladung. Tobutz, Shiny mit 3 Fragezeichen, sehr mysteriös. Und danke an Thomas, kommen wir auch direkt zu Thomas, aber Thomas Bo, nämlich Shiny Geronimats. Aus dem wohl, weiß ich nicht woher, auf jeden Fall hat er jetzt 2 und auch noch ein 100%iges und Lennart hat auch einen Shiny Vesprit und ein Shiny Raupi und ein Shiny Chanera und zeigt uns hier in Makabaya, was total seltsam ist, weil Makabaya ist doch der Feldforschungsdurchbruch im Oktober und bei ihm außerhalb des Feldbruchs, also Feldforschungsdurchbruchs, und außerhalb des Halloween-Events saß da einfach ein Makabaya bei ihm, wild, neben der Arena, neben dem Stop. Habt ihr in letzter Zeit ein wildes Makabaya gesehen? Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Elke Kaiser hier auch, erstes Shundo mitgenommen. Das sieht auch richtig genial aus. Elke Kaiser zeigt uns auch noch, wie Ash zu Son Goku wurde, indem er einfach sein Pikachu gefressen hat. Dann zwei Dutten, nein, das sind keine Dussel, das sind Raben. Gibt's Raben in Pokémon Go? Eigentlich nicht. Ist das ein Mensch? Nein, keine Sorge, das ist eine Vogelscheuche.
Woher weißt du das? Er starrt mich aufs Handy. Stimmt. Denk mal drüber nach, sagt er, der das Handy in der Hand hat, schon seit 15 Minuten. Thomas Speck hier auch, dick damit genommen als 100er. Dann Lito Miff getauscht, 100er, Lucky, also Lundo, ja, muss man so. Genesec, Thomas Speck auch mitgenommen, Wassermodul, Aquamodul, 100%, Pandir hier mitgenommen, Ditto mitgenommen, ohne Kippe und ohne Tanga, leider. Benjamin Engel, Zugokeks 100 mitgenommen, Hypno mitgenommen, 100, hochgepusht. Wollte er ja machen, wollte er ja gucken, dass er es auf Level 50 kriegt. Ne? 4.106. Hä? Verstehe ich nicht. Ich gehe lieber schnell weiter. Hä? Wieso 4.156, wenn der nur auf 2.000 noch was... Verstehe ich nicht. Gut. Benjamin noch hier mit einem Shiny Krypto Blutzug. Hannes hat mit Kleingeist getauscht. Schöne Grüße gehen raus, soll ich noch ausrichten. Hat bei einem Trade einfach ein 100% Lucky Kobalion bekommen. Glückwunsch, ist auch gut zum Hochziehen jetzt, ist ja günstiger. Shiny Castelliff noch bekommen, ein Shiny Azurill mitgenommen, ein Shiny Duflor mitgenommen. Bobamo, mal wieder ein Dreier-Raid als Solo probiert und ganz knapp geschafft. Vielleicht was für Raid am Mittwoch. Schöne Grüße aus Nürnberg. Ne? Kennt ihr Nürnberg? Nürnberg. Eigentlich hätte ich es gar nicht mit reingenommen, aber weil er es ist, habe ich es mit reingenommen. Grüße zurück natürlich. Dann hat er uns noch gezeigt, endlich auch ein neuer Best Buddy. Ist er extra nach Japan geflogen, damit er dem die Schleife anstecken kann. Eine super Sache. 3245, habt ihr schon ein New gemaxt, ein Shiny, ein normales? Ich wollte auch mal eine Folge machen, wo ich alle mysteriösen Pokémon maxe, halt auf 40, nicht auf 50. Aber trotzdem alle mal auf 40 bringen, denn auf ein besseres warten, ich glaube, naja, das wirst du nicht mehr erleben. Gerade im Dreier-Raid gehabt, Geitsch ja auch mit einem Shiny Schlurp, Gangster Pikachu noch, 100% erlöstes Pionsgora. Und das waren jetzt schon die Highlights, schon 18 Minuten, ja gut, Standardzeit bei Raid am Mittwoch. Und wir haben jetzt natürlich noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal, haltet euch fest und ignoriert das Schilling-Bild und die zwei, die ich danach wegmachen muss, kommt diesmal von Sören mit einem 100% Zarude Lauterbach Hessen. Meiner Meinung nach bisher das coolste, mysteriöse Pokémon. Vielleicht auch das nützlichste? Ich weiß es nicht. Problem ist, erstens ist das nicht gepusht, das ist auf 1643. Und zweitens ist das nicht von ihm, es ist von einem Kollegen aus seiner Gruppe. Weil ich trotzdem das aber richtig krass finde, Grüße raus an den Kollegen aus Sörens Gruppe. 100% Zarude. Finde ich auf jeden Fall richtig genial, finde ich besser, als wenn das jetzt ein 100% Jirachi wäre. Ich finde das Ding so hässlich, unnütz und dumm, aber das als 100er, das sieht mächtig aus. Gleichzeitig Grüße raus an Carsten, da sieht man nämlich, was der noch so kann. Hier Team Blau, Team Rot, Wolfenbüttel Niedersachsen auch 100% Zarude auf 3751 und der ist noch nicht mal Max, der ist noch nicht mal Level 40, auf 50 kommt er auch auf über 4000 WP irgendwas, das ist auf jeden Fall ein Biest, das ist auf jeden Fall ein richtiger Prügel, das ist auf jeden Fall schon wieder Husten, das heißt, das war's glaube ich von meiner Seite aus. Bevor ich hier noch umfalle, ich weiß nicht, wie lange mich das noch verfolgt, wir sehen uns heute Abend bei der Raid-Stunde, bei der Raid-Mania, macht mit, sammelt Punkte, wenn ihr unterwegs seid, setzt euch nicht hin die ganze Zeit in den Stream und sagt, kannst du mich einladen, kannst du mich einladen, kannst du mich einladen. Dafür gibt es Raids für Zuschauer. Wenn ihr mit mir befreundet seid, dann ladet mich bitte ein. Schickt mir keine Freundschaftsanfragen heute Abend. Schickt die halt immer, sodass ihr am Mittwoch schon mit mir befreundet seid. Dann können wir auch die Abschlussraids zusammen machen. Es ist nicht kompliziert, guckt es euch einfach mal an. Jede Woche, dann geht das in Mark und Bein über und dann weiß das jeder und überhaupt und oh mein Gott. Und das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ey, das passt ja perfekt. Wie die englische Zeitform. Das ist voll ausgelutscht. Gut.